Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin im Stall am Fluss, alle haben Angst vor mir und ich rede mit ihm. Ja. Tagsüber findet ihr ihn übrigens an der Kochstelle. Aber keine Angst, wenn man ein paar Mal im Schloss war, nimmt es eigentlich ziemlich dolle, die Angst. Wenn ihr noch nie hier drin wart, geht ihr vom Norden über die Anlegestelle rein und folgt dann dem einzig möglichen Weg und landet dann beim Sasukasa-Schrein. Da ich den schon gemacht habe, kann ich mich direkt hin. Ist ganz praktisch, den zu machen. Das Blöde ist nur, man kann sich zwar reinbeamen, aber leider nicht rausbeamen aus dem Schloss. Dafür muss man erst das Schloss wieder verlassen. Na gut, mich zieht jetzt aber in die große Bibliothek. Und am besten ist es immer von der Anlegestelle raus reinzugehen. Man kommt bei einer Menge guter Waffen vorbei und... Ach scheiße, es lohnt sich einfach. Hier sind nämlich auch nicht diese ganzen scheiß Wächter. Ihr müsst übrigens hier dann diese Fackel anzünden, ne? Und dann erscheint der Schrein. Ja, hier gibt's halt auch nicht diese ganzen Wächtergegner. Klar gibt's hier auch einen Haufen Monster. Je nachdem, wie viel ihr schon besiegt habt, sind die auch ganz schön heftig stark. Aber... Die ganzen Wächter, das macht eine Menge aus. Und schon sind wir in der Bibliothek. Und hier lohnt es sich wirklich, mit dem Masterschwert zu kämpfen. Denn das hat mittlerweile, dadurch, dass wir im Schloss sind... Oh, fick dich. Das hat 60 Angriffspunkte. Aber... Das hat es allerdings nur im Schloss und bei Ganondorf. Und bei Ganons Flüchen. Revalis Sturm ist bereit! Mit einem der kleinen Tische. Geheime Hofrezepte Teil 1, Obsttorte. So, habt ihr jetzt nicht gelesen, ne? Jo. Das zweite Rezept befindet sich oben auf der Galerie. Vorher mache ich den hier noch tot, einfach weil ich es kann. Sagen, ich habe das wesentlich geschickter angestellt. Das war's auch schon. Ich gehe wieder raus. Ich muss nur noch rausfinden, wo ich reingekommen bin. Doch da drüben.
Portal umgeschmissen, um hier reinzukommen. Da, wo ich reingekommen bin, komme ich auch am schnellsten da raus. Ach da, das hat sich wieder hingestellt, das Scheißregal, ey. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Ein Scheiß. Den doch nicht. Ah, ein Gardeschild. Den hatte ich noch nicht. Seht ihr? Da bin ich reingekommen. Da gehe ich jetzt auch wieder raus. Huch. Naja, das heißt, rückwärts seht ihr jetzt den Weg. Jetzt den Weg raus, den ihr reingekommen seid, wenn ihr nicht. Schwert rumstehen. Wenn die mit Eispfeil trifft, halten die wenigstens mal still. So, hier ist ein Feuergroßschwert, ne? Was ihr braucht. Gleichen Schwimmbonus wie die komplette Zora-Rüstung. Allerdings im Gegensatz zur Zora-Rüstung kann ich das Outfit nicht aufwerten. Und obwohl es eine Taucherrüstung ist, kann ich nicht tauchen. Schade eigentlich. Das wäre echt cool, wenn man hier auch tauchen will. Naja, man kann halt nicht alles haben. Leider. Aber ihr seht, es schwimmt sich auf jeden Fall wesentlich schneller. So. Wo will ich denn hin? Zum Vagokata-Schrein. Es schwimmt sich auf jeden Fall schneller. Als ohne. Genau diesen Schwimmbonus habt ihr auch übrigens bei der kompletten Zora-Rüstung. Wobei das Zeug zu erhalten eigentlich wesentlich leichter war. Ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft ist oder ob das nur eine kurze Aktion war, um das neue Spiel, was sie daraus gebracht haben, zu promoten. Aber ich habe die Rüstung. Das ist ziemlich cool. Zwei Rezepte gefunden, die müssen wir eben auch kochen. Ein Rezept reicht, um die Prüfung zu bestehen. Hi. Zwei und du kriegst noch einen extra Rubin. So, als erstes war da die Obsttorte. Dafür brauchen wir zwei oder drei unterschiedliche Früchte. Palmfrucht, Apfel und Wildbeere nämlich. Außerdem Tabanterweizen und Rohrzucker. Ich habe mir das natürlich jetzt nicht gemerkt. Tabanterweizen, Rohrzucker, Ziegenbutter, das bekommt ihr übrigens im Dorf der Orni im Laden. So, das nächste Rezept ist der Monsterkuchen. Dafür braucht ihr Monster-Essenz. Die gibt es in Kiltens Laden. Kilten trefft ihr das erste Mal am linken Auge des Totenkopfsees in Akala. Danach trefft ihr ihn immer am Rand der Dörfer. Man muss gucken, da ist. Man sieht ihn. Sie sieht aus wie ein großer leuchtender Ballon.
und möchte hingehen. Aber nur nachts zwischen 20 und 4 Uhr. So, Monster Essenz. Tabanterweizen, Ziegenbutter und Rohrzucker. Tabanterweizen, Ziegenbutter und Rohrzucker. So. Oh. Ach so, wenn ihr nochmal nachgucken wollt, alle Rezepte habe ich für euch gekocht. Und den Link findet ihr in der Beschreibung. Jetzt noch der Monster. Ich gehe jetzt Mittagessen. Tschüss. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr hattet Spaß beim Zugucken. Und wir sehen uns wieder im nächsten Teil von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dann und nicht vergessen, gebt mir einen Daumen nach oben. Bye, bye.